Hallo liebe Leute, willkommen beim LS22 auf XXL Farm mit mir und mit dem Dietwodka. So, Hallo. wir müssen verkaufen den Hafer. Du bist noch Kartoffel dran, Kollege. Ja, gerade hingesprungen. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass der schon voll ist. Weil du warst mit dem Fendt unterwegs. So viel wie ich weiß. Ich war auch gerade. Lecky, lecky, lecks. Das habe ich gerade gemerkt. Ja, weil ich jetzt innen fahre. Mache ich ja eigentlich auch. Aber wegen die Bäume konnte ich das eben nicht mal ändern. So, wir müssen Hafer verkaufen. Ja, das den machst Hafer. Du. Also warte mal, ich könnte jetzt anders machen schnell, Leute. Ich soll den Schritt zurück. Was? Doppel gleich mal kurz den Fendt ab. Wieso? Stell den Schneidwerkswagen auf dem Acker. Ach so, ja. Dann brauche ich nicht mit dem großen Gerät das machen. Nein, doch nicht. Eigentlich nicht. Ja, weil danach müssen wir gucken nach und nach, dass wir die Sachen loswerden, was wir im Lager haben. Weil jetzt haben wir mal schon mal die Schweinestall. Aber wir holen kein Schaf, keine Schweine, weil wir brauchen eine oder andere die Biogasanlage. Warte mal, wir gucken jetzt mal schnell bei uns schnell gucken, wie die okay, das ist unser Schweinestall, ne? Biogas kommt 1,9 Millionen rein, der an Gerrest hat. Haben wir kurz einen Anhänger gekoppelt. Jetzt einen anderen Hänger ran. Dann kann ich ihn schön aufs Feld stellen, wenn ich dann fertig bin. Und noch ankoppeln, fertig. Ajo. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach und nach die Geldreihe reinholen, dass wir die Biogasanlage tauschen können. Ich hätte ja gesagt, wenn du jetzt so weit wärst, hättest du dir noch kurz einen zweiten Kartoffelruder gemietet. Wäre das alles schneller gegangen, weißt du? Ach, was, du sehr gern Kartoffelroden. Nee, macht auch Spaß. Ja, eben. Okay. Aber ich meine, wegen Kohlerechnung, weißt du, wäre dann schneller gegangen. Ja, wir müssen eh nicht stressen, weil ich muss jetzt gucken, dass das Feld 36 wieder parat steht zum Ansehen. Mache ich eben jetzt mal, weil jetzt kommt Geld rein für der Hafer. Es war nicht viel, aber mindestens etwas. Unter 9000. Das ist auch schon gut, Holz. Jo. Schlau. War ganz, ganz schlau. Ja, ich habe das Lenkrad schnell zurückdrehen lassen. Aber so schnell wie das Lenkrad zurückgedreht, aber vor die Achse nicht, weißt du? Aber warte mal, ich soll mal schnell zusammenrechnen, wie viel Geld das wir für die unsere Biogasanlage wegballern und Kohle.
Leckt gerade ganz übel. Ja, wir bin jetzt im Bad drin. So. Rech mal schnell mal alles schnell aus. 80. Wir brauchen noch Kohle, es reicht nicht. Plus. Dann ist 20. Gut, brauchen wir noch mal 430.000. Plus der Generator brauchen das teuerste, was wieder 700. Plus große Ding kostet noch mal 285, 500. Plus den, wo man abtanken, also weiß, wie mit dem Anhänger direkt drauf fahren kann. Ja, das genau. Und der Fackel. Oh, wir würden mal sagen, Fackel bei circa viermal. Oh, scheiße. Haben wir einen Fehler gemacht? Plus 18. Spalte gleich einmal das Feld. Oder ich fange von hinten an, dann gleich richtig. Da hinten ja kurze Enden sind, 2, weißt du? Wenn ich jetzt oben 4. angekommen bin. Dass ich von hinten nach vorne arbeite, mich quasi. Wisst ihr, ich meine? Also, wir brauchen, sagen wir mal, hochgerechnet 1,8. 1,8 Millionen. Dauert noch, bis wir da sind. Ja, eben. Aber hast du verstanden, was ich jetzt meine gerade? Was willst du jetzt einfach eine Linie durchziehen, einfach hoch und runter? Nee, ich mache jetzt, fange jetzt von hinten an. Hinten ist das kurze Ende, Ja. was ja spitz ist, quasi. Ja, ich hätte eigentlich hätte ich. Ich hätte eigentlich da, wo. Guck mal auf der großen Karte. Ja. Bei Feld 48, die Wiese da oben. Wo der Ja. Umrandung geht, ich hätte da in gerader Linie runtergefahren Richtung Schneidwerk. Und dann die links mal anfangen zu machen, weißt du, wie ich meinte, dass du dann die große Das Abteilung danach. Schneidwerk steht Ihr an habt's Feld gesehen, unten. 53 da quasi. Ja, genau, dass du einfach direkt runterziehst, so mehr oder weniger gerade runterziehst. Dass du mehr oder weniger, also dass du weißt, Ich dass habe hier sie. kein, ich hab kein GPS auf dem Ding, sonst hätte ich das ausprobiert. Müsste jetzt extra in die Werkstatt fahren. Der Rühmruder hat kein GPS, ne? Doch, der hat GPS. Aber du weißt wie nicht, wie man den anstellt oder so. Weißt du es? Also nee, Doch, was? ich könnte das GPS dir einrichten. Das ist kein Ding. Weil danach musst du nur Control X oder Control oder Alt X um den aktivieren und deaktivieren. Also deaktivieren musst du nur einmal mit dem Lenkrad zucken und dann ist er wieder deaktiviert. Und den zusammen da mit Control X oder Alt X immer aktivieren. Aber dafür hättest du schön eine schöne gerade Linie zum Ziehen. Weil gerade Feld 48. Aber warte mal, haben wir. Gell, du bist Feld 48 dran. Nee, das Feld habe ich noch nicht gemacht. 45 bin ich. Jetzt sehe ich jetzt ein Bahn, warte mal. Ja, ist Alt X. Zum Aktivieren und zum Deaktivieren. Ja, weil den. Wie kriege ich das überhaupt erstmal an? Alt-C. Weil ich will dann von hinten, weißt du? Weil ich fahre jetzt ja nach hinten. Aber ihr könnt. Kann ich dir hinten mal was machen? Wann was? Wenn du Ende vom Feld bist, da wo du gerade unterwegs bist. Ah, warte. Ja, ich könnte ihn so einstellen, dass du quasi da noch quer fährst, weißt du? Ja, ich muss jetzt, hab jetzt, wenn du eh da hochkommst, jetzt gleich kurz, ja? Dann kannst du gleich mal kurz den Fan von vorne mitbringen, bitte.
Wieso, bist du gleich voll oder was? Bei 70% jetzt schon wieder. Ja, weil ich fahre jetzt gerade den 300er zurück zum Hof. Ja, und dann schwitzt sie ja sowieso rum. Ja, weil du müsstest dann, du bist eh gerade jetzt hinten. Weil den würde ich dir den, weil ich, dann würde ich den GPS eben einrichten. Schnell. Ja, lange Bahn am besten, ne? Also wenn. Oder oben nach unten. Ja, weil ich hätte, entweder hätte ich vom Feld 48 direkt eine gerade Linie runtergezogen, weißt du? Eine Aber gerade Linie und dann hättest du eigentlich immer schön gerade Linie. du siehst ja, wo ich stehe. Ich stehe jetzt ja quasi oben in der Ecke. Ja, das. Ja, ich weiß, das würde auch Da gehen. hätte ich jetzt schöne Linie gehabt. Ja, den wartet, ja, den. Warte mal, ja, du steig aus. Übernimm du schnell den kleinen, den Fendt 700er. Dann geben wir schnell den Dofenroder. Machst du, was übst du denn da? Wollte eigentlich so vorsetzen und dann. Weil ich versuche jetzt. Weil es kann sein am Anfang, dass holst du schnell den Fendt. Der Zeit. So, jetzt umsetzen. Man kann ja von da hinten nach vorne durcharbeiten, weißt du? So, den Feld, wir sind im Feld 48, ne? Ne, 47 sind wir. Bist du sicher? Wo bin ich in der Mission? 47. Ah ja, 47. 40 neu hinzufügen. Ja, fährt eben gerade ein bisschen blöd. Eigentlich. Den arbeiten. Weil er fährt jetzt hier vollkommen schräg, also eigentlich mehr oder weniger gerade Strecke jetzt. Aber ich versuche noch mal neu zu einrichten. Nochmal neu. Nicht nach unten. Was? Ah, du willst verdammt. Ja, ist die andere Seite nicht. Aha, du willst das sonst so. Ja, kann ich auch einrichten. Das sind kurz, zwar kurze Strecken. Kann die auch noch einrichten. Genau, dass wir so fahren. Dann kann ich dann vorne, ist ja das Schneidwerk fahren, wenn ich dann da angekommen bin, quasi, weißt du? Hinterher. Genau, jetzt, weil jetzt stimmt, dann 10 Meter und dann Feld 47 bearbeiten und den jetzt muss ich gucken, glaube X war's. Genau. Genau, und jetzt nochmal arbeiten so. Mir geht gar kein GPS-Menü auf. Mit Alt-C drücken. Alt-C. Okay, bei mir kann ich. Dann hast du bei dir wahrscheinlich nicht eingerichtet. Es zeigt er mir aber auch an. Links. Aber wenn ich jetzt da drauf drücke, der Fan hat das ja, ne? Ja, der Fan hat das. Ja. Und wenn ich da drauf drücke, Alt und C, dann gehe ich mit, ganz normal in den. Mal, ich fahre jetzt die kleine Linie jetzt mal runter. Weil du etwas stehen gelassen hast. Bist du sicher Alt-C wie Camel? Ja, aber welches Alt? Der Das links zweite. Alt. Neben der Leertaste. Auf der linken Seite. Ja, da gehe ich aber Der hin müsst von mir nicht. bei dir rechts oben beim Schaltung machen ist grau und dann muss es blau leuchten. Auf dem Trecker. Ja. Warte, ich schicke dir schnell das Bild. Bild. Sehen. Das müsste dann im Blau leuchten.
Ich hab die mal schnell geschickt. Also nicht alle drei, sondern nur die oberen zwei. Ah, jetzt, ja. Ja, eben. Und dann, wenn du jetzt Alt-C drückst, Alt-X, dann tust du ihn aktivieren und deaktivieren. Aber du musst zuerst ein, Spur haben. Genau, genau. Und jetzt ist es so, wenn du Control, links Control und S drückst, kommst du so ein Menü rein. Control S. Ja, genau. Genau, genau. Und wenn du das links unten nimmst, siehst du die untergespeicherten Felder. Links unten? Ja, links unten, wo ein Zahnrad steht und so Kurven drin. Ach da, ja. Wenn du drauf drückst, siehst du wieder ein neuer Bildschirm und rechts steht genau. Unser Felder. Der hat 15 gespeicherte und 13 ist Feld 45. Genau. Und der speichert dir alles ein. Oh fuck. Und jetzt könntest du einer den Rodo wieder übernehmen, weil das Ding. Steig mal im Rodo ein. Aber wir fahren ein bisschen zurück. Und guck einfach, dass du genug Abstand hast im Feld. Kannst du wieder einsteigen. Dann siehst du, dass das blaue alle drei leuchten, wenn du. Nee, leuchtet nicht. Wie leuchtet nicht? Aber mir leuchtet nicht, ich muss fangen. Ja, vielleicht musst du den selbst aktivieren. Ja, habe ich. Genau. Steuerung S, Control S. Genau, den nimmst du Feld 47. Also ich soll nur den und genau, und jetzt gehst du wieder raus und fährst mit dem kurz. Du machst eine komische Bewegung oder fährst du mal kurz vor und rückwärts, weil dann hält die Spur. Hast du? Ja, ich bin jetzt vorwärts rückwärts gefahren. Ja, siehst du die blaue Ding? Hier wird gar keine Linie angezeigt. Gut, dann nochmal, gehst du auf Ctrl S. Ja. Jetzt gehst du zum Zahnrad oben. Ja. Gut, das ist gut zu hören. Spurführung aus. Wo steht das? Ah ja, ist. Ja, und dann der zweite Geländewinkel ausrichten an. Ist. Vorsatz automatisch umkehren habe ich aus. Das ist bei mir auch aus gerade. Gut. Vorwendemodus aus. Da steht anhalten bei mir. Also stell das Ding aus. Habe ich? Den steht unten 9. Da lässt du drauf. Ja, 9 ist. Ja, und den zeige die Linie. Das letzte zeigt dir wahrscheinlich aus. Ja, mach genau, ich an. An. Linie Versatz 0,25. Steht bei mir. Gut, denn als Punkt anzeigen wieder aus. Ist. So, warte mal. Was passiert, wenn ich den. Ist bei mir aus, ja. Den einschalte. Genau. Weil du kannst ihn als Punkt anzeigen lassen. So. Jetzt wieder raus aus dem Link? Nee, du kannst jetzt einfach. Du kannst entweder fahren oder. Ich hab das ganze Bild im. Gesicht, deswegen. Also so, ja, da kannst du wieder raus. Genau, Menü raus. Und jetzt kannst du ihn bewegen. Und dann solltest du die Linie sehen. Ja. Genau, und genau, jetzt hast du rechts, links, blaue Linie. Ah, das jetzt alleine, ja? Nee, ist kurz zuhören. Links, rechts hast du blaue Linie und in die ja. Mitte solltest du weiße Linie haben. Oder hast du grüne Linie? Der ist weiß, aber... Genau, hat, genau. Hat am Ende des Schneidwerkes. Genau, genau. Und jetzt, wenn du Alt-X drückst, wenn du GPS aktivierst oder aktiv stellst, dann zeigt dir danach die Mittellinie in grün. Ja, jetzt steht aber schief. Genau. Ja, das ist egal, weil du stehst nicht perfekt an dem GPS nach. Und jetzt musst du nur 3 drücken. Was drücken? Die 3, dass der Tempomat, dass er bei Tempomat einfach direkt losfährt. Ah. Dann fährt er sich seine Spur selbst. Wenn er voll ist, hält er automatisch an, ja? Nein, dann fährt er weiter. Das musst du eben auch noch gucken.
Was? Weil er gleich voll ist. Ja, eben. Du hast mir hier übergeben, der. So, und dann jetzt einfach. Wenn er voll ist. Ah, jetzt einfach. Kann ich jetzt lenken einfach? Okay. Ich kann. Es, nee, nee, es tust du S. Also normal bremsen. Fährst ein paar Meter zurück. Aber du kannst auch das, das GPS ausschalten. Weil teilweise macht mit GPS Scheiße. Guck mal, er lenkt alleine. Ja, eben. Du kannst GPS ausschalten. Das heißt, du musst wieder Alt X drücken. Ich würde sagen Alt X. Genau, und dann tust du ihn wieder deaktivieren. So, meine Lieben, wir sind am Ende von unserer Folge. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und man hört uns vielleicht am Wochenende. Tschüss.